Die Frage, wie es nach der Schule weitergeht, beschäftigt viele Jugendliche. Ausbildung, Studium oder vielleicht sogar beides. Die Berufsorientierung ist ein wichtiger Abschnitt des Lebens, der Unterstützung erfordert. Eine gute Ausbildung ist wichtig, um später auf dem Arbeitsmarkt zu punkten. Für den Übergang von der Schullaufbahn ins Berufsleben hat das Land Brandenburg vor 2 Jahren das Förderprogramm INISEC ins Leben gerufen. Die Initiative Sekundarstufe 1 hilft jungen Menschen, selbstbestimmt zu handeln und ihre Berufswahlkompetenz zu steigern. Berufswahlkompetenz heißt ja letztlich nichts anderes, als dass wir die Schülerinnen und Schüler befähigen wollen, dass sie den Prozess der Berufswahl für sich annehmen, planen, umsetzen und dann auch verantworten können. Wenn man sich die gestrige Auszeichnung Starke Schule mal anguckt, dann sind das alles, die 5 Schulen, die dort ausgezeichnet worden sind, dann sind das alles Schulen, die am Programm INISEC teilnehmen. Und Starke Schule zeichnet ja jene Schulen aus, die Schülerinnen und Schüler auf den Übergang Schule-Beruf gut vorbereiten. Also vor dem Hintergrund, denke ich, entfaltet das Programm INISEC 1 ganz klar auch seine Wirkung. Heute wurden die bisher gesammelten Erfahrungen im BTU Campus Sachsendorf ausgewertet. INISEC soll bei der Berufsorientierung helfen, aber auch soziale Kompetenzen der Jugendlichen stärken. Um das umsetzen zu können, führen die Schulen verschiedene Projekte durch. Die Schulen bekommen zusätzliche Lehrerstunden dafür und sie bekommen Partner von außerhalb. Es sind ja freie Träger der Jugendhilfe drin, es sind Wirtschaftsunternehmen drin, also heute hier auch in der Expertenrunde zu sehen, Agentur für Arbeit, Unternehmer. So, und das bringt natürlich einen neuen Zugang an Schule und ich glaube, die Lehrerinnen merken auch, dass sich da was verändert in der Wahrnehmung ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Beziehung zwischen Schülern und Lehrern wird so gestärkt. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur ein Lehrer Ansprechpartner zum Thema Berufswahl ist, sondern alle. Wir sind natürlich jetzt nicht nur unterwegs. Wir haben auch Projekte in der Schule geschaffen. Das hat den Vorteil, dass zunehmend mehr Lehrer dort sich verantwortlich fühlen und mit eingebunden werden. Und dass die Organisation eigentlich nicht nur in der Fachgruppe WAT bleibt, so wie es früher mal war. Und das, finde ich, ist ein sehr großer Gewinn auch mit den Projekten gewesen bei uns an der Schule. Bisher sind durch das Förderprogramm INISEC rund 5 Millionen Euro in Schulen geflossen. Dabei wurden Projekte realisiert, bei denen die Schüler hauptsächlich ihre praktischen Fähigkeiten testen konnten. Die so gewonnene Erkenntnis hilft am Ende bei der Wahl der richtigen Ausbildung.